Wir sitzen, erstmal diese Start-Stopp-Automatik ausmachen, die macht mich noch wahnsinnig. Wir sitzen in meinem Polo 6C GTI und wie manche von euch sehen können, steht hier neben direkt noch einer, aber Fünftürer, und der kriegt schon ein bisschen Krawall von uns, aber dazu später. So, ich habe mir gedacht, als erstes muss ich jetzt irgendwo hinfahren, ja, und habe gedacht, ich mache direkt ein kleines Video über meinen neuen kleinen giftigen Zwerg. Noch nicht ganz so giftig, aber wird giftig. Wir haben jetzt 670 Kilometer auf der Uhr. Ich bin bis jetzt wirklich gediegen gefahren mit dem Auto. Ne? Also hat jetzt, ich hab 500 Kilometer, habe ich dann nicht mehr als 3,5 gegeben. Und jetzt kriegt er bis jetzt noch nicht mehr als 5. Aber ich dachte mir, ich gebe euch einfach mal ein ganz kurzes Fazit, was ich über das Auto denke. Ja, soweit. Also, Nummer 1. Das Ding ist bushoch. Und wenn ich sage bushoch, meine ich so bushoch, dass du kannst eigentlich so du kannst den La Bamba irgendwie, kannst du unterm Auto machen, ja, weil das Ding so bushoch ist, also, boah, ist Hammer. Wir haben den auch Little Monster Truck getauft bei uns in der Firma. Der ist so bushoch, das ist unglaublich. Also, wenn ihr gedacht habt, ein Serien Golf 7 GTI oder R ist hoch, das ist nix. Das ist wie mit Airride. Das ist bushoch. Das ist die erste Sache, die mich stört. Und, also, das ist eigentlich die einzige Sache, die mich stört. Ach, vorab. Da gab es ja, wo wir das Auto vorgestellt haben, ein paar lustige Kommentare. Ist dem die Kohle ausgegangen? Der hat noch Halogenscheinwerfer. Weißt du? So. Ja klar, ich habe keine Kohle mehr. Darum fahre ich jetzt ein Polo. Nein, ich wollte auf die Schnelle einen Polo haben. Und der musste 3 Türen haben und weiß sein. Und Handschalter war mir wichtig. Alles andere war mir egal. Ob der volle Hütte hat, ob der nichts drin hat, war mir alles egal. Und das war die Kiste, die am schnellsten verfügbar war. Ich musste nur ungefähr einen Monat warten und dann hatte ich den. Alles andere war entweder ein Fünftürer oder war rot oder sonst irgendwas. Ich wollte den weißen Dreitürer haben, alles andere war mir Latte und das ist er jetzt geworden. So, ich finde, der sieht wirklich cool aus. Das gefällt mir auf jeden Fall im Auto. Was ich auch finde, ist, dass der auf jeden Fall vom Klang her, ja, ein bisschen, Öl haben wir noch gar keine Temperatur. Apropos, nochmal kurz. Wir springen kurz zurück und zwar, der ist wirklich nackt wie im Besen. Ne? Da ist nichts drin. Sitzheizung ist drin, ich glaube, hat der Serie auch schon. Ansonsten, ach du Scheiße, hier ist schon wieder viel. Ne, das geht nicht. Also, wir müssen in eine andere Richtung fahren, weil diese Autobahnauffahrt, nämlich hier, machen sie einen neuen Kreisverkehr oder irgendwas und das ist eine Katastrophe. Ne? Das ist eine Katastrophe hier, weil es ist so viel Verkehr. Also der ist wirklich nichts, ne? Also kein Multifunktionslenkrad, ne? Hier, das ist auch für mich fürs Auge jetzt tatsächlich sehr interessant, weil ich ja das Lenkrad eigentlich nur mit Multifunktion kenne und da hast du halt hier die ganzen Knöpfe und hier hast du halt nichts und du kannst ja tatsächlich kaum Schlüssel gucken jetzt durchs Lenkrad durch, das ist sehr lustig, ne? Multifunktion hier, MFA, Multifunktionsanzeige ist dann hier über den Scheibenwischermotor, wie bei den alten Dreier Golfs zum Beispiel. Was noch? Also Kiste nackt, aber scheißegal. Was mir aufgefallen ist bei dem Auto bis jetzt, ist, dass der vom Klang her auf jeden Fall meiner Meinung nach besser klingt als ein Seriengolf GTI zum Beispiel. Meine Meinung, ja. Der scheint doch irgendwie ein kleines Ansauggeräusch zu haben. Fast als ob da irgendwie ein Luftfilter drin wäre, also ein offener Luftfilter drin wäre. Nicht ganz so extrem, aber doch ein bisschen. Also ich finde den vom Serienklang tatsächlich nicht schlecht. Natürlich trotzdem sehr leise, aber tatsächlich doch nicht so schlecht. Und wenn wir jetzt gleich ein bisschen Öltemperatur haben, dann kann ich mal ein bisschen Gas geben. Und vielleicht, vielleicht hört man ja dann was. Ansonsten finde ich den sehr gut, wie bei VW halt üblich ist, ne, gewohnt gute Verarbeitungsqualität, GTI, die Oldschool-Karo-Sitze hier drin und rote Nähte hier und Schaltknopf, ein bisschen rote Nähte und ein bisschen Leder hier und ein bisschen rote Nähte. Also ich finde das Auto eigentlich ganz cool. Der ist klein, also was ich auf jeden Fall merke ist, hier ist wie so eine Fußablage, also, ja? Also mein Bein ist eigentlich die ganze Zeit dagegen. Fällt mir aber jetzt wirklich hoch. Ne? Also halt beim Fahren ist mein Schienenbein tatsächlich immer irgendwie, also meine Wade gegen an dieser Mittelkonsole angelehnt. Die ganze Zeit. Da habe ich beim Golf, glaube ich, nicht. Ja, ansonsten haben wir natürlich Großes vor damit und vieles vor, das hatte ich ja letztes Mal schon gesagt. Auf jeden Fall kommt da ein Fahrwerk rein. Kommen Räder drauf, da kommt eine Abgasanlage drauf, da kommt jede Menge Gedöns, aber Ziel ist es natürlich, hier wirklich alles
TÜV-konform zu haben und nochmal zu zeigen, dass man für relativ wenig Kohle eigentlich ein ganz cooles Auto haben kann. Und das auch noch neu, ne? Weil die Kiste war jetzt auch ganz neu. Und ich schütte hier natürlich nur und ausschließlich 102 Oktan rein von der RAL. Sonst nichts. Ja, ich müsste eigentlich noch mal ein separates Video zu machen zu Spritqualität und was diese Oktanzahl überhaupt heißt und Klopffestigkeit und was ist Klopfen überhaupt und warum klopft ein Motor überhaupt und, weil das sind wirklich Themen, die sind super interessant, aber ja, viele verstehen es nicht und sagen, ja, warum soll ich denn jetzt irgendwie 5 Cent mehr ausgeben für 102, ich kippe lieber 98 rein oder ich kippe lieber 95 rein, das ist noch besser, oder ich kippe E10 rein, das ist der Beste, ja. Ach ja, ihr wisst, wie das ist, ne? Guter Sprit ist wichtig. Aber kommen wir zurück zum Polo. Der wird auf jeden Fall auch cool foliert. Ich denke mal, das Design werdet ihr kennen oder halt sofort wiedererkennen. Ich überlege gerade, ich fahre lieber auf der Autobahn. Boah, nee, vielleicht doch nicht. Der wird jetzt Feierabendverkehr sein. 5:30 fahren wir lieber durch die Stadt. Und wichtig ist halt, immer warm fahren. Dann machen wir gerade bei Öltemperatur immer noch keine da. Und der Polo hier hat jetzt den 1.8er Turbo drin. Ja, 1.8er Turbo und ist ja eigentlich gar kein GTI-Motor, ist vergleichbar mit so A3 1.8T, so die Richtung. Und hat 192 PS. Oh, guck mal hier. So Tanis Kiste hier. Das ist ein Video. Hey, grüß dich. Und der Tanis ist ein Video. Ja, grüß an dich, Bruder. Ne? Auf jeden Fall. Woran stehen wir? Ja, genau, 192 PS und mit Hand, also als Handschalter 320 Newtonmeter. Als DSG limitiert auf nur 250 Newtonmeter. Ja? Das heißt also, weil, das hatte ich mir letztes Mal schon erklärt. Hatte ich das erklärt? Ich glaube nicht. Ist auch egal. Auf jeden Fall, wenn man eine DSG-Version hat, ist dann tatsächlich das kleine DSG drin und kein DSG vom 7er Golf GTI zum Beispiel. Ja? Und das kleine DSG aus dem normalen Polo hält halt einfach nicht so viel Drehmoment aus. Ne? Und darum wollte ich unbedingt einen Schalter haben. Und ich denke einfach auch zu der Charakteristik von dem Motor hier und zu der Charakteristik von dem Auto hier ist das Schaltgetriebe passt einfach besser. Es ist im Vergleich ähnlich wie E60 M5 BMW, eine V10. Gibt es in Amerika auch als Handschalter, da ist nämlich dann Getriebe vom 550i drin, US-Version. Und ich bin selber so ein Ding schon mal gefahren und ich muss ganz ehrlich sagen, dort zum Beispiel, da finde ich, dass der VC mit dem mit dem normalen Schaltgetriebe rein absolut gar nicht harmonisiert. Ja, finde ich zum Beispiel. Also ich finde, dass das muss auf jeden Fall ein SMG sein, den würde ich als Schalter nicht fahren. Ja? Ich finde es einfach nicht so toll. Das ist beim E92 M3 auch ähnlich. Ich bin Schalter-Fan, ich fahre sehr gern handgerissen, aber auch da finde ich ganz ehrlich, ist das DKG tatsächlich doch passender zum Auto und diese Downshifts sind natürlich allererste Sahne. So, was noch? Bei 4000 Drehungen fahren wir ungefähr 180. Ich würde aber jetzt gerne mal auf die Autobahn fahren, aber ist halt Verkehr, ne? Egal. Was kann man noch sagen zu dem Auto? Das war so ein Ding, wo ich mir gedacht habe, ja, du sollst einen Golf holen. Golf haben schon so viele. Was kann man noch so holen? Bin ich ganz ehrlich, es sollte ein bisschen günstig sein. Und was Kleines, so ein kleiner Giftzwerg. Was man cool machen kann, wo es gute Teile für gibt. Und ja, da kam eigentlich nur der Polo GT in Frage. Es kommt ja noch ein weiteres Projektauto. Das kommt, ich hoffe mal, das hatte ich letztes Mal schon gesagt, ich hoffe mal im Juli, denke ich mal. Das ist auf jeden Fall was mit einem, ja, ich würde sagen, etwas größerem Motor. Ja? Das ist aber noch ein anderes Projektauto. Projekt, Daily-Projekt, ja, wird ein Projektauto auf jeden Fall, aber ist was ich persönlich sehr, sehr cool finde und einfach haben wollte. Und für den Amarok kam jetzt erstmal nichts mehr, aber da wird auch einiges mit geschehen. Also mit dem Amarok wird, das werdet ihr geil finden, ja, da wird richtig viel mit geschehen. Dauert doch noch ein bisschen, weil es diesbezüglich, was wir da machen, mit wem, warum, weshalb, dazu gibt es dann auch dann ein ausführliches Video. So, lange Rede, kurzer Sinn, also ich kann es kaum abwarten, bis ich endlich mal die 1000 Kilometer runter habe. Interessanterweise kenne ich das so, dass man normalerweise bei 1000 Kilometer mal einen Ölwechsel macht.
VW sagt nein, braucht keinen Ölwechsel machen, kannst du bis 30.000 fahren bis zum ersten Wechsel. Wir sind mal gespannt. Ja. Und dass ich da am Anfang kannst du treten. Und wie gesagt, ich finde das Auto tatsächlich sehr, sehr, sehr spritzig und der macht auch Spaß. Ja? Der macht Spaß. Man merkt jetzt schon im Serienzustand, dass es da schon Traktionsprobleme gibt. Ja? Und ich bin mal gespannt, wenn wir richtig Leistung fahren, wie das dann aussehen wird. Wir werden natürlich 1 Zoll größere Räder fahren. Wir fahren jetzt 17 Zoll serienmäßig und werden natürlich dann auf 18 Zoll uns, 18 Zoll Räder auf jeden Fall fahren. Ne? Stadt, muss man langsam fahren. Öl haben wir jetzt 80 Grad. Ich fahre immer wenn ich losfahre, habe ich die Multifunktionsanzeige auf Öltemperatur. Damit ich weiß, okay, Öltemperatur ist da und dann können wir dann jetzt auch Kette geben. Ne? So. Jetzt sind wir noch nicht allzu weit gekommen. Ich würde vorschlagen, ich melde mich gleich kurz wieder, wenn ich mal ein bisschen Platz habe, um mal zumindest ein kleines bisschen Kette zu geben, dass ich euch mal ein bisschen demonstrieren kann, wie das Auto so geht. So, da bin ich wieder. Nicht viel weiter gekommen, aber zumindest ist jetzt gleich hier auf jeden Fall ein bisschen Platz, um Gas zu geben. Traktionskontrolle ist jetzt mal an. Einen Sportknopf habe ich nicht. Mein Sportknopf ist hier am rechten Fuß, am rechten Bein. Und ihr werdet gleich mal den zweiten Gang jetzt und ihr hört es vom Klang her. Pass auf. Man hört nicht viel, aber man hört ein bisschen was. Ja? Und Traktionskontrolle hat gerade schon geblinkt. Wie gesagt, zweiter Gang, Serienleistung. Und ja. Traktionskontrolle blinkt, das heißt also, Traktion wird ein Problem sein. Aber ansonsten, also ich finde, der Klang kommt tatsächlich irgendwie, meiner Meinung nach, vielleicht bin ich auch doof, kommt tatsächlich mehr von vorne als aus der Abgasanlage. Aber gehen tut auf jeden Fall gut. Was soll ich noch sagen? Ich weiß, ob das Video nach, vor oder nach der Tür über den Bodensee kommt. Wenn nicht, oder kommt die Polizei. Schnell vierten Gang rein. Gar kein Sound. Ist Serie. So, jetzt geht's weiter. Ne? Du. Also, Tür mit Bodensee. Nee, jetzt kommt, glaube ich, vor der Tür mit Bodensee vielleicht. Oder nach. Weiß ich auch nicht. Egal. Was soll ich noch sagen? Habe ich vergessen. Egal. Auf jeden Fall freut euch darauf. Folierung habe ich erwähnt. Der wird cool foliert. Das Design werdet ihr kennen. Und ja, E36. Mein Drift E36 ist hier auf deutschem Boden. Jetzt müssen wir erstmal kurz Kette geben. Moment, also. Macht Spaß, geht gut, finde ich. Also, ich will nicht sagen völlig ausreichend, aber eigentlich für so ein Auto hier, finde ich, ist das wirklich. Das verlässt ihn ja gut. Wenn man überlegt, 192 PS immer. Ich war damals, mit ganz am Anfang. Mit Opel Kadett GSI, 2 Liter 8V, ja, 115 PS, der C20 NE, damals mit Lexmal-Ansaugung und Lexmal-Ansaugbrücke und was weiß ich, vom Gedöns und Nock und alles drin, irgendwie 165 PS gehabt danach. Da war ich der König. Da war ich der König und danach Calibra, 2 Liter 16V, 150 PS Serie, auch gemacht. Ja, da war ich der König, die sind alle 50 PS und 45 PS Polos gefahren, ja, und wer ist das sonst noch was? Und ich war der König mit der Leistung. Heute Hasenschiss, Kackfass, ey. Polo GT, 192 PS, Junge. Alles andere kannst du in die Tonne drücken. Weißt du, was ich meine? Also, das ist schon. Wo soll das Ganze hingehen, überlege ich gerade mal. Ne? Wo soll das Ganze hingehen? Polo GT, ich überlege. Hier. Polo 6N GT. Oder 6N2. Was hat der Ding gehabt? 102 PS oder sowas? Oder 110? Ich weiß es gar nicht mehr. Mir führt der Gang. Das geht gut. Damit hätten wir uns damals umgebracht. Und sowas hier. Sag mal, wenn das Ding, überleg mal, so wie der jetzt hier steht, ne? 15 Jahre mal zurück. Ey, König, da bist du tatsächlich der König gewesen. Oder da wärst du der König gewesen. Ne? Wir hätten gedacht, das Auto kommt aus einem anderen Universum, von einem anderen Planeten. Das hätten wir gedacht. Tatsächlich, ne? Aber gut, okay, genug Quatsch. Das ist schon ein langes Video geworden. Und ich melde mich natürlich wieder. Klar, wie immer, ne? Bevor ihr mich verlässt. Und vom Polo werdet ihr viel sehen. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Ich hoffe, ihr findet das cool. Und subscribe, liken, teilen. Bis zum nächsten Mal.